Nun weiß aber keine Sau, wie das gehen soll. Es gibt niemanden, der dafür ein Rezept hätte. Wir müssen darüber diskutieren, was wir bewahren wollen. Und bewahren will ich die zivilisatorischen Errungenschaften, die mit einem Wirtschaftssystem erworben worden sind, das wir nicht mehr uns leisten können. Das ist die große dialektische Frage. Wie bleibe ich gewissermaßen auf dem zivilisatorischen Niveau, nicht auf dem materiellen, auf dem zivilisatorischen im Sinne von Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialversorgung? Wie halte ich dieses Niveau mit einer vollkommen veränderten wirtschaftlichen und kulturellen Praxis? Das ist die große Frage. Und ich habe das ja so überschrieben, der Übergang von der expansiven zur reduktiven Moderne. Welche Bausteine, welche Bestandteile, welche Praktiken, welche vielleicht auch verschütteten Praktiken und so weiter kann ich zusammenbauen, um in die Richtung einer reduktiven Moderne zu gehen? Und das ist natürlich ein sehr freies Modell, weil das auch durchaus die Möglichkeit beinhaltet, zu gucken, was denn aus der Industriegesellschaft brauche ich? Ja? Welche technischen Features brauche ich für das Ganze? Also ich hätte ja nicht die Vorstellung, dass die Kombinatorik am Ende sich völlig vereinseitigt hin auf lokalisierte Produktion und die eigenen Rettiche oder sonst was, ja? Sondern es würde darum gehen, das auch zu machen, das auch zu erproben, Mobilität zu reduzieren, Mengen von Konsumartikeln zu reduzieren und so weiter. Aber dies mit einer intelligenten Kombinatorik dessen, was man aus dem 20. Jahrhundert gebrauchen kann.